Das Robert-Koch-Institut meldet steigende Zahlen bei Grippe, Corona und anderen Atemwegserkrankungen. Bundesweit werden knapp 8 Millionen Infektionen registriert. Im vergangenen RKI-Bericht lag die Zahl noch bei 7,1 Millionen Infektionen. Die Erkrankungen sind also deutlich in die Höhe geschossen. Während Corona schon länger dominiert, nehmen nun die Grippe-Nachweise deutlich zu, heißt es. Nach RKI-Definition hat die Grippewelle, ausgelöst ja durch Influenzaviren, aber noch nicht begonnen. Von Influenzaerkrankungen sind bisher vornehmlich Kinder im Schulalter und auch junge Erwachsene betroffen, so das RKI.